Wir Deutschen sitzen im Durchschnitt rund 7 Stunden täglich. Das ist nicht gut, vor allem für den Rücken. Henriette probiert deshalb heute Erfindungen für gesünderes Sitzen aus. Doch zunächst zeigt der Experte für Rückengesundheit, Jürgen Reif, ja ein paar Übungen, die man zum Beispiel in den Arbeitsalltag am Schreibtisch integrieren kann. Viele Wirbelgelenke werden aktiviert. Mhm. Ja. Die Wirbelsäule wird beweglich gemacht, was beim Sitzen ja nicht der Fall ist. Die ist ja da ziemlich starr. Aber wie oft macht man das? Das ist das Problem, wenn die Teilnehmer im Büro arbeiten, die sind mit anderen Dingen beschäftigt, die vergessen es. Jürgen Reif berät Unternehmen, wie sie die Arbeit am Schreibtisch gesünder gestalten können. Mit Henriette wird er gleich 2 besondere Sitzgelegenheiten ausprobieren. Vorher ein anderes Thema. Henriette und Jürgen Reif haben auf einer Erfindung Platz genommen, mit der man auch bei längerem Sitzen keine Rückenprobleme bekommen soll. Hans-Jürg Liecher aus Fürth hat ein luftgefülltes Kissen entwickelt. Oh, und jetzt merkt man auch direkt den Unterschied, wenn es nicht mehr drunter ist. Ich hatte mich schon dran gewöhnt. Genau. Jetzt ist es direkt irgendwie nicht mehr so schön. Mit diesen Löchern, was hat es damit auf sich? Man hat ja 3 Punkte, auf denen man sitzt in der Regel. Das ist das Steißbein und die 2 Sitzhöcker. Mhm. Und die leiten die Kraft in die Wirbelsäule zurück. Ja. Mhm. Und wenn die entlastet sind, dann ist es einfach dann nicht mehr so, dass man das drückende Gefühl hat beim Sitzen. Ja. Merkst du die Löcher, Jürgen, bei dir? Ich spüre keinen Druck auf den Sitzbeinhöckern. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Man sitzt wirklich mehr auf dem Po-Fleisch. Ja, und was mir spontan auch auffällt, man hat überhaupt ein Gefühl für seinen unteren Rücken. Das kommt durch die Bewegung, zu der das Kissen permanent anregt, weil die Luftfüllung sich schon durch leichte Gewichtsverlagerung verschiebt. Bewegung ist natürlich immer wichtig für den Erhalt der Muskulatur, dass die Muskulatur kräftig bleibt, dass sie auch durchblutet wird. Natürlich auch die Bandscheiben werden gewalkt. Das ist also auch eine Frage des Stoffwechsels in den Bandscheiben. Letztendlich ist man dort instinktiv in Bewegung. Das ist halt sehr wichtig. Über das Ventil kann die Luft mit nur einer Drehung abgelassen werden. Wie bei einer selbst aufblasbaren Luftmatratze ist das Kissen genauso schnell wieder befüllt. Und? Während wir drauf sitzen, kann man eben diese Luftmenge über das Ventil regulieren, ja, und einstellen. Mhm. So kann sich jeder auf sich sein individuelles Sitzgefühl auf sich persönlich optimieren. Ja. Weil jeder Mensch sitzt anders, da gibt es keine Regel. Kann man damit also quasi auch optimieren, wie stark ich das spüre? Genau. Wenn Hans-Jürg die Luft komplett aus dem Kissen lässt, kann er es zusammenfalten und überall mit hinnehmen, wo er es braucht. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich bin beruflich sehr viel im Flugzeug unterwegs. Und das Problem war, dass ich nach Langstreckenflügen immer Probleme mit dem Rücken hatte, Schmerzen. Mir sind im Flugzeug die Beine eingeschlafen. Ich habe dann Sitzkissen ausprobiert, die versprochen hatten, Sitzschmerzen zu lindern, und es hat nichts geholfen. Sein Kissen hilft ihm, die Probleme zu lösen. Er hat es auf seinen Reisen immer dabei. Bei längeren Autofahrten hat er jedoch gemerkt, dass der Aufbau für diese Anwendung noch nicht perfekt ist. Deshalb hat er ein spezielles Autokissen entwickelt. Der Autositz hat eine speziell entwickelte Form, sodass er schön zwischen die beiden Seitenwangen passt und nicht verrutschen kann. Das ist ganz wichtig. Für noch mehr Halt hat er die Unterseite mit einer Silikonschicht versehen. Das zusätzliche Loch hat Hans-Jörg in erster Linie zur Belüftung des Hinterns eingebaut. Und das Ventil hat er nach vorne versetzt, dass es nicht am Oberschenkel drücken kann. Jürgen, willst du es mal ausprobieren? Ja, gerne. So, ich lasse mal ein bisschen Luft ab. Das ist für mich zu straff. Genau. So, ist, glaube ich, gut. So kann man es richtig schön auf sich einstellen, ne? Das Ventil vorne. Dann kannst du ja mal da sitzen bleiben. Ich hole mir noch mal hier einen Stuhl ran. So. Und? Also ich sehe 2 Effekte. Der erste Effekt, es ist schon ein Trainingsgerät, nämlich in dem Moment, wenn ich meinen Rücken wegnehme von diesem Stuhl, aber der Autositz würde ich das nicht machen, aber wenn du jetzt mal den Rücken wegnimmst, bist du ständig in Bewegung. Das heißt, es ist Training, es ist ein Übungsgerät. Mhm.
Was ja gut ist, ja, weil wir beim Sitzen ja uns gut bewegen dadurch. Und das Zweite ist, wenn du dich jetzt anlehnst, hast du die Entlastung. Mhm. Dadurch, dass unten die Löcher ausgespart sind, ne, auf den Druckpunkten, die es dann im Prinzip nicht mehr gibt. Bei Henriette und Jürgen geht es heute ums gesunde Sitzen. Der diplomierte Sportlehrer zeigt gerade einfache Übungen, mit denen man Rückenschmerzen frühzeitig entgegenwirken kann. Man muss dann versuchen, trotz Rückenschmerzen irgendwie in Bewegung zu bleiben. Das sind also ganz kleine Bewegungen, die in der Regel auch noch sehr gut gehen, wenn man Rückenschmerzen hat. Dieses Beckenkreisen bewirkt, dass die Muskulatur arbeitet. Ja. Ja, das heißt, die Muskulatur wird durchblutet, ja, und produziert Wärme. Und Wärme ist sehr wichtig, wenn es gegen Verspannungen geht. Ja. Auch die nächste Erfindung kann zum Einsatz kommen, wenn man bereits mit Schmerzen zu kämpfen hat. Es ist ein mobiler Therapiestuhl für zu Hause oder auch fürs Büro. Eine Entwicklung von Zimmermann Martin Fritz aus Tirol. Jetzt geht es um diesen besonderen Stuhl hier. Darf ich mich gleich mal raufsetzen? Klar, setze ich nieder. Genau, setzt euch doch einfach auch. Oh ja, das ist bequem. Und was ich merke, ist, dass, dass es warm wird am Rücken. Das kommt davon, dass wir hier Infrarot verbaut haben. Infrarot? Genauer gesagt ist es eine Infrarotmatte. Die Technik kommt aus dem Flugzeugbau. Das ist im Stuhl? Das ist im Stuhl verbaut. Hast du sowas schon mal gesehen? Das ist erstaunlich, ja. Sehr, sehr, sehr flach. Also ich kenne das als Strahler mit richtigen Lampen drin. So kommt die Infrarotstrahlung in der Medizin bereits zum Einsatz, zur Linderung von Verspannungen und Muskelschmerzen. Dabei wird mit einzelnen Lampen gearbeitet oder mit Infrarotkabinen. So eine dünne Matte, das ist für mich auch neu, ja. Die Infrarotmatte ist flexibel und robust. Martin hat sie auf die Maße seines Stuhls anfertigen lassen und in die Lehne integriert. So kann man die tiefenwärmende Infrarottherapie sitzend quasi überall durchführen. Was sofort auffällt, ist der Duft. Holz, ne? Man riecht sofort Holz. Das ist so ein bisschen wie in der Sauna. Zirbenholz ist das. Und es ist super leicht. Deswegen Zirbenholz? Ja. Mhm. Martin hat Zirbenholz gewählt, weil es weniger anfällig für Bakterien ist und dazu noch recht leicht. In Kombination mit der dünnen Infrarotmatte wiegt sein Stuhl 9,5 Kilogramm. Unter der Sitzfläche hat er die Technik versteckt. Die Matte braucht Strom, damit sie Wärme ausstrahlen kann. Und hier drinnen ist ein Trafo verbaut. Das ist ein Spannungsumwandler von 220 auf 24 Volt. Die Matte arbeitet mit sicherer Niedrigspannung. Das nächste, was wir haben eine Zeitbegrenzung drinnen mit 30 Minuten. Und so schaltet das Gerät automatisch ab. Nach dem Anschalten steigt die Temperatur der Rückenlehne stetig. Schon nach kurzer Zeit ist sie bei mehr als 40 Grad, wie die Wärmebildkamera zeigt. Was wäre denn eine gute Temperatur, Jürgen? Man kann jetzt nicht sagen, 50 Grad ist die Temperatur. Das ist für den einen vielleicht schon zu viel, für den anderen zu wenig. Ne? Das muss man ein bisschen ausprobieren. Bei diesem Prototyp ist der Temperaturbereich noch voreingestellt. Martin will ihn künftig regelbar machen. Später wird das auch die Zukunft sein, dass wir das Ganze auch mit einer App-Steuerung kennen. Oh, super. Dann sitze ich da im Handy einstellen. Und kann sagen, jetzt mehr hier, mehr hier. Genau. Spannend. Die Matte ist in drei Heizfelder eingeteilt, die sich einzeln an- oder abschalten lassen, um speziell Zonen wie den Nacken oder den unteren Rücken zu erreichen. Hautkontakt ist bei dieser Lehne unbedenklich. Man kann es gut anfassen. Ja. Das ist durch die Beflockung, durch die Spezialbeflockung passiert da drinnen nichts. Das könnte bei einer normalen Infrarotlichtlampe könnte man das nicht machen. Da könnte man nicht die Oberfläche einfassen. Ne? Da würde man sich verbrennen. Wenn ich sowas jetzt zu Hause habe, Jürgen, kann man sich damit auch Schaden zufügen, dass man da vielleicht zu lange drauf bleibt oder das gar nicht? Das kann schon passieren. Ne? Man darf es nicht übertreiben. Man muss das ein bisschen ausprobieren, das auch ein bisschen nach Gefühl machen. Mhm. Und wenn man unsicher ist, da kann man auch mal einen Arzt fragen und sich dann dort die Empfehlung holen. Aber der Körper sagt einem eigentlich, jetzt reicht's. Ja, genau. Ne? Da muss man drauf hören. So, Jürgen, jetzt haben wir schon so viel über den Stuhl gesprochen. Probier ihn doch auch mal aus. Probier ihn aus. Ja. Genau. Ja,
Dich wollte ich unbedingt noch fragen, wie bist du auf die Idee dazu gekommen? Was ist in deinem Leben passiert, dass du dir sowas ausgedacht hast? Da ich selbst Bandscheibenvorfälle habe, wollte ich zuerst eine Infrarotkabine kaufen, aber wo hinstellen. Mhm. Und die meisten stellen sie in den Keller und allein im Keller sitzen ist auch nicht interessant. Nee. Und da wollte ich was Interessantes haben, wo ich auch überall hingehen kann. Ins Büro, vor die Tür, am Balkon. Und dann ist mir die Idee gekommen, dieses Teil so zu konzipieren, dass man es zusammenklappen kann. Es wird schon ordentlich warm, ne? Ja, es wird warm. Also eine gewisse Zeit kann man es machen, ne? Man darf es halt nicht übertreiben. Mhm. Was ich mir jetzt vielleicht noch gewünscht hätte, dass man vielleicht auch die Sitzposition noch mal verändern könnte. Ah. Ja, das ist also ja im Prinzip hier eine starre Lehne. Mhm. Und schön wäre, wenn man das noch mal so ein bisschen einstellen kann. Das wäre vielleicht dann die nächste Entwicklungsstufe. Ne? Martin, ist sowas angedacht? Wäre möglich, aber das wäre natürlich auch beherzigt. Ein bisschen mehr Aufwand, ja. Martin war besonders wichtig, dass sein Stuhl leicht zu transportieren ist, damit er seine Infrarottherapie sowohl zu Hause als auch im Büro durchführen kann. Ach Jürgen, ist dein Rücken jetzt auch so schön warm und entspannt? Das ist herrlich, ja. Herrlich, ja. Oder? Ihnen jetzt auch einen entspannten Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.